Diese Koalition der Verlierer hat keine Glaubwürdigkeit, die Autonomie zu verteidigen. Da sitzen Faschisten drin, die bisher jede Grundsäule der Autonomie, Proporz, Zweisprachigkeit, muttersprachlicher Unterricht, all das bekämpft haben. Also das zeigt uns alles, dass diese Regierung nicht mehr die Interessen Südtirols vertreten kann und dass Arno Kompatsch schon mit seinem Schlingerkurs und mit seiner Politik der Beliebigkeit und der Aufgabe der Autonomie zum immer größeren Risiko für die Südtiroler Autonomie wird. Nirgends ist ein Wort über muttersprachlichen Unterricht, um die Stärkung der Zweisprachigkeit, des Proporzes, um das Selbstbestimmungsrecht, um die Minderheitenrechte. Und all dies vermissen wir und aus diesem Grund eben kritisieren wir, dass die zukünftige Landesregierung nicht den Wählerwillen widerspiegelt. Nach wochenlanger Verhandlungen hat man noch nie kein offizielles Programm vorliegen. Sondern das Programm, was wir haben, ist äußerst schwammig geschrieben. Das ist ein Allerweltspapier, wo viele Punkte vorhanden sind. Von mir aus gesehen ist das mehr ein Alibi-Papier, wo man gewisse Punkte umgehen will, aber keine Zeitvorgaben und keine konkreten Lösungsvorschläge kommen aus dem Papier auserlesen. Ja, also wenn man sich die Amtszeit von Kompatsch ein bisschen Revue passieren lässt, dann stellt man fest, dass er total unglaubwürdig ist. Also am Anfang hat er gesagt, er hat 10 Jahre maximal im Amt zu bleiben und dann, als es soweit war, dann hat er alles vergessen. Das zweite Thema, Südtirol-Konvent, es war ja im Grunde ein ganz tolles Projekt, aber als das Ergebnis dann nicht in seine Sinne ausgefallen ist, dann hat er das alles wieder in der Schublade verschwinden lassen. Viele junge Leute, die das Land verlassen, und die Italienisierung des Landes ist so weit fortgeschritten wie fast in den 50er Jahren, alles unter seiner Amtszeit. Und das ist kein positives Ergebnis.